Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Wir beginnen auch direkt mit unserem Köln-Panel hier auf der Expo Real, denn unsere Branche steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wir müssen effizienter werden, wir müssen uns nachhaltiger aufstellen und wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Wie kann das gelingen? Ein Weg dafür sind Property Technology, kurz PropTech. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn PropTech sind Unternehmen und Startups, die technisch getrieben sind und als einer der Innovationstreiber unserer Branche gelten. Und wie Sie diese Potenziale von PropTech nutzen können, das besprechen wir heute zusammen mit vier Akteuren aus Köln. Ich bin Steffen Eckebrecht von der Köln Business Wirtschaftsförderung und begrüße Sie recht herzlich hier auf der Expo Real auf unserem Kölner PropTech Panel. Jetzt würde ich gerne mal Sie besser kennenlernen. Zeigen Sie doch mal mit einem Handzeichen, wer von Ihnen hat dann schon mit PropTech zusammengearbeitet? Einmal die Hand heben. Ja, ich würde sagen ein Siebtel, ein Achtel, noch nicht so viel. Und deswegen sind Sie heute genau richtig hier. Denn wir nehmen Sie mit in die Potenziale von PropTech. Und wir werden auch das Thema greifbar machen, nämlich mit PropTech-Lösungen made in Köln. Und wir fangen an mit zwei Pitches und dann gehen wir über in unsere Diskussion. Das erste PropTech, das wir Ihnen vorstellen wollen, ist LumoView. Und LumoView vereint innovative Messtechnik und automatisierte Analysen. Mit dem Lumo-Scanner, den Sie gleich sehen, kann man in 2 Sekunden einen Raum digitalisieren. Und wie Sie diese Technologie für Ihren Bereich nutzen können, das erfahren wir jetzt von Co-Gründer und von Managing Director von LumoView. Bitte begrüßen Sie Dr. Silvan Siegrist. Das für dich. Vielen Dank, Steffen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Ich habe unseren Scanner auch mitgebracht. Ich zeige auch gleich, wie das funktioniert. Ich muss hier nur ein bisschen die Logistik planen. Perfekt. Ich bin Co-Gründer und der kaufmännische Geschäftsführer von LumoView. Wir sind ein Startup und Spin-off vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, haben mittlerweile auch ein Office in Berlin und sind insgesamt 27 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine integrierte Datenlösung für Bestandsgebäude gemacht. Also man sieht hier quasi den Hardware-Teil, das ist das, was ich hier auch dabei habe, den Lumo-Scanner. Mit diesem Gerät kann ich in 2 Sekunden einen Raum scannen. Ich führe das einmal vor, ich stelle mich in die Mitte des Raums, drücke einmal auf den Knopf und schon sind alle Daten in die Cloud und dort wird jetzt ein 3D-Modell gebaut. Mit diesem 3D-Modell können wir nachher den Kunden zum Beispiel Energiesimulationen ermöglichen oder die Gebäude einfacher verwalten. Das ist auch gerade das, was hier auf der rechten Seite dargestellt ist. Dieses 3D-Modell ist immer der Kern, mit dem wir weitermachen. Man könnte da natürlich Ableitungen wie Grundrisse, Raumbücher, Fotodokumentation etc. alles auf diesem 3D-Modell dann anbieten. Ich habe 2 Beispielcases mitgebracht von erfolgreichen Kooperationen zwischen PropTech und einem Corporate und einem anderen PropTech, was aber schon deutlich größer ist. Das erste ist Covestro Deutschland. Wir digitalisieren einen großen Teil von den Corporate Real Estate Gebäuden im 2D noch heute. Wir explorieren aber auch schon 3D-Möglichkeiten. Wir integrieren das direkt in das CFM-Tool, das heißt in die digitale Verwaltungssoftware als DWG mit den entsprechenden Layer, also Flächenberechnungen nach DIN, nach GIF, Raumnutzungsarten etc. Das ist, was wir mit diesem Gerät auch alles erfassen können. Der zweite Case ist ein sehr großes Energieberatungs-Startup aus Deutschland. Man kennt es auch aus den News. Und mit denen scannen wir Mehrfamiliengebäude in großem Maßstab. Das heißt, das sind Dutzende von Wohneinheiten pro Gebäude, die von den Kollegen dann digitalisiert werden. Wir erstellen ein 3D-Modell, aber auf ein sehr geringes Level of Detail, was gerade ausreicht für Energiesimulation. Also direkt integriert in zum Beispiel Hotgenrot als Energiesoftware, natürlich auch über IFC in jede andere mögliche Software. Das sind so 2 Hauptcases, die ich mitgebracht habe. Und ich glaube, meine Zeit ist schon fast um. Wenn du noch was für uns hast, sonst erfahren wir gleich mehr von dir. Genau. Gebe ich Super. Das Mikrofon sehr gerne weiter. Vielen Dank, Silvan, für den Einblick. Wir erfahren ja gleich noch mehr von dir.
Nimm gern schon mal Platz in unserer Runde. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt Hardware gesehen, aber ihr seid eine Softwarefirma und wir werden ja gleich noch mehr davon erfahren. Wir kommen jetzt zum zweiten PropTech. Und zwar das Kölner PropTech Diffion hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe von Digitalisierung Gebäude zu dekarbonisieren. Mit ihrer Lösung können wir Daten in Echtzeit erfassen und auch auswerten. Und wie wir diesen Ansatz jetzt für unsere Branche nutzen, das erfahren wir vom Co-Gründer und CEO von Diffion. Bitte begrüßen Sie Dr. Johannes Fütterer. Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin. Freut mich, heute hier sein zu dürfen. Wir sind eine Ausgründung aus der RWTH Aachen. Und wir haben Köln strategisch gewählt, weil Entwickler, Ingenieure aus Aachen kommen gern nach Köln. Und Köln liegt einfach im Herzen Deutschlands. Man hat Zugriff zur Immobilienbranche und ist auch am schnellsten in allen anderen relevanten Städten. Also klarer Standortvorteil für ein PropTech aus Köln. Was macht Diffion? Wir machen Betriebsoptimierung. Betriebsoptimierung speziell im Nicht-Wohngebäudebereich. Wer von Ihnen hat schon mal von Betriebsoptimierung gehört? Ein paar Leute, das freut mich. Mit mittlerweile 84 Mitarbeitenden, stark wachsend, arbeiten wir für die institutionelle Immobilienwirtschaft. Das heißt, wir kümmern uns um große Immobilienbestände. Teilweise haben Leute 30, 40 Objekte, teilweise 100 Objekte. Jetzt ist die Frage, ist es eine gute Idee, auf eine Komplettsanierung zu warten? Werden wir es schaffen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, den kompletten Gebäudebestand rechtzeitig komplett zu refurbischen? Ich glaube, weiß ich nicht, kann klappen, möchte mich aber nicht darauf verlassen, weil ein kluger Ansatz ist das, was steht, erstmal besser zu betreiben. Und das ist genau, was wir tun. Wir nehmen die Betriebsdaten aus neuen Gebäuden, Plug and Play, also Vorlauftemperaturen, Rücklauftemperaturen, alles was drin ist an Daten, nehmen wir raus in älteren Gebäuden mit Sensoren, sodass wir ein komplettes digitales Abbild des technischen Energiesystems haben. Das strukturieren wir und im Anschluss haben wir eine KI, also großes Expertensystem, das analysiert, wo Ineffizienzen liegen. Die Ineffizienzen kennen Sie alle, beispielsweise die Heizkurve ist nicht richtig eingestellt. Es gibt keine Nachtabsenkung oder es gibt sogar keine Sommerabschaltung und die Heizung geht im August, wenn es nachts mal unter 15 Grad ist, auf einmal an und es wird geheizt, was am nächsten Tag direkt wieder verpufft. Ineffizienzen, kein Gebäude, das ich kenne, wo wir reingegangen sind, wir sind mittlerweile bei 450 Gebäuden, war so betrieben, dass wir nicht mindestens 10% Energie einsparen konnten. Im Schnitt sparen wir mit der Lösung 22%, aber es gibt auch Gebäude, insbesondere im Nichtwohnbereich, wo gleichzeitig geheizt und gekühlt wird. Und in den Gebäuden kann man auch schon mal weit über 30% sparen. So, das waren die Ineffizienzen. Nach den Ineffizienzen, wenn wir in einem guten Gebäudebetrieb sind, haben wir eine selbstlernende Regelung, die erlernt, wie die thermische Kapazität eines Gebäudes ist. Also wie lange es dauert, bis das Gebäude aufgeheizt ist, bis das Gebäude auskühlt. Wenn wir das jetzt mit Nutzerprofilen verbinden und mit Wettervorhersagen, können wir sehr einfach noch mehr Effizienz rausholen. Sie kennen das, man kommt aus einer kalten Nacht, fährt in einen warmen Tag. Was passiert? Morgens ist das Gebäude überhitzt, die Sonne scheint in die Fassade, die Fenster gehen auf und die wertvolle Heizenergie wird an die Umgebung abgegeben. Das sind Effekte, die wir komplett ausmerzen. Zusätzlich kümmern wir uns um komplette Datentransparenz. Wir haben alle Betriebsdaten, die betten wir in ein Ökosystem ein, sodass wir dann besser für ESG-Reporting gewappnet sind, dass wir die Asset Manager in eine Souveränität gegenüber ihren Dienstleistern versetzen. Man weiß dann einfach, ob der Facility Manager seinen Job gut macht oder ob er eigentlich nur rumsitzt, solange sich keiner beschwert. Aber es kommt dann raus, was tut er eigentlich und betreibt er das Gebäude effizient. Und last but not least habe ich eine Datenbasis, um die weitere Dekarbonisierung, nämlich mit mittelinvestiven Maßnahmen voranzubringen. Man kann sofort erkennen, passt da eine Wärmepumpe rein, muss ich vielleicht doch an die Fassade gehen, sondern man kann einen detaillierten Dekarbonisierungsfahrplan für seine Assets ableiten. Best Practice, Art Invest in Köln, im ID Cologne haben wir mittlerweile mehrere Gebäude aufgeschaltet, insbesondere der Bauteil A2, das vielleicht einige von Ihnen kennen mit Five Guys, sitzt der Art Invest
konnten wir nach der Inbetriebnahme durch ein Einregulierungsmonitoring und prädiktive Regelung 20% einsparen. Oder das Bon Cologne, wunderschönes Objekt, Entwicklung von der Momeni gegenüber der Moschee. Dort konnten wir sogar 27% Energiekosten einsparen. Genau, in Köln sind wir breit vertreten, Kaiserhof, Wallarkaden. Genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Wir kommen ja gleich ins Gespräch und reden noch weiter über Nachhaltigkeit. Vielen Dank, Johannes. Danke. So, jetzt haben Sie schon mal Köln kennengelernt als attraktiven Immobilien- und Innovationsstandort. In Köln gibt es aktuell 170 Projektentwicklungen, die im Bau sind oder in Planung. Und hinzu ist Köln Heimat von rund 40 PropTech-Startups. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte nach Köln kommen oder ich möchte in Köln investieren oder ich möchte in Köln gründen, dann ist die Köln Business Wirtschaftsförderung die erste Ansprechpartnerin für Sie. Wir vernetzen, informieren und unterstützen bei allen verwaltungs- und wirtschaftsrelevanten Fragen. Und vor allen Dingen unterstützen wir junge Unternehmen ganz besonders, denn wir haben ein Scale-Up-Programm und dabei helfen wir Startups international zu wachsen. Und wir freuen uns sehr, dass wir euch beide auch unterstützen konnten. Im letzten Jahr LumoView, in diesem Jahr Edifion. Und da sehen Sie auch, dass wir in Köln Hand in Hand gehen, um die Branche innovativer zu machen. Und übrigens, Köln Business ist ein Unternehmen der Stadt Köln. Damit sind unsere Services auch kostenlos und wir arbeiten auch eng mit der Stadt zusammen. Hinter mir sehen Sie einen QR-Code. Dort können Sie auf unsere Webseite kommen, www.köln.business. Und ich lade Sie auch ins Gespräch ein in Halle B2, Stand 440. Dort finden Sie auch uns und unsere Partner. Jetzt wollen wir in der Diskussion mal die Perspektive etwas erweitern und darüber sprechen, was braucht es eigentlich, damit PropTechs und etablierte Immobilienunternehmen gut zusammenarbeiten können und wie kann man da die Potenziale bestmöglich heben. Deswegen freue ich mich, zwei weitere Rednerinnen und Redner auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Einerseits Christine Dahmke, Beiräte von PropTech Powerhouse. Und Arne Hilbert, Geschäftsführer von Art Invest Real Estate Management. Herzlich willkommen, Christine und Arne. Klasse, jetzt wollen wir den Blick mal weiten. Und Arne, ich fange mal mit dir an. Du bist Geschäftsführer bei Art Invest. Und Art Invest ist Investor, Asset Manager und auch Projektentwickler. Ihr habt Immobilienvermögen, das ihr betreut, von 12,5 Milliarden Euro, habe ich gesehen. Also schon eine Menge. In welchen Bereichen der Immobilienverwaltung und Immobilienentwicklung erhalten dann oder könnt ihr mit PropTechs die größte Wirkung erzielen? Wie sind da eure Erfahrungen? Das sind ja unglaublich breite Einsatzgebiete. Ich glaube, am allerersten muss man mal rausfinden, was im Haus eigentlich passiert. Also die Transparenz machen, Transparenz herstellen über Daten ist, glaube ich, das Wesentliche, weil ich kann nichts steuern, wenn ich nicht irgendwie eine Datengrundlage habe. Von daher ist im Endeffekt so ein Thema wie Edifion, aber auch andere Möglichkeiten einfach für uns der Enabler, um überhaupt reagieren zu können, vor allem im Bestand. So, und wenn wir dann darüber nachdenken, neu zu entwickeln, dann haben wir natürlich noch viel breiteres Spektrum, nachzudenken, wie kann man eigentlich einen tradierten Prozess vom Beginn an einfach auf neue Füße stellen. Für all das braucht man ein bisschen Explorationsgeist, man braucht sicherlich auch die richtigen Leute und auch ein bisschen Geld, Anführungszeichen, um auszuprobieren, weil eins ist völlig klar, es gibt seltenst Plug-and-Play-Lösungen. Also alles, was wir sprechen, jegliche Form von neuer Technologie, Startups, Themen, die wir hier gerade besprechen, die brauchen eine Plattform, um in der realen Welt ausprobiert zu werden. Und ich freue mich wirklich wie Bolle, wenn ich höre, dass eine Ausgründung aus der RWTH Aachen oder das Thema Luft- und Raumfahrttechnik der Enabler ist für Technologie, die man in ganz anderen Bereichen einsetzen kann. Ich meine, das ist eine unglaubliche Chance. Da müssen wir dran arbeiten, wie die Weltmeister, dass wir es schaffen, genau diese guten Forschungsansätze zu transferieren in Lösungen und dann aber auch bitte in echte Produkte. Und dafür braucht man Enablergeist und das machen wir halt gerne. Wir haben da auch Spaß dran. Wir sind auch mal einen Irrweg reingelaufen, ist auch nicht schlimm. Einfach aufstehen, weitermachen. Super, wir sprechen auch gleich nochmal über Mindset, weil das ist sehr wichtig, um dort die besten Potenziale zu heben. Christine, du bist Mitbegründerin von Beyond Build, ein PropTech-Wagniskapitalgeber mit Sitz in Köln und du engagierst dich ehrenamtlich im PropTech-Powerhouse. Ihr bringt Akteure aus der Immobilien- und Bauwirtschaft zusammen, um die grüne Transformation der Branche voranzubringen. Als Akteurin von PropTech Powerhouse, gib uns doch mal einen Lagebericht. Wie steht es dann um die PropTechs in Deutschland?
Ja, das ist natürlich ein gemischtes Bild. Vielleicht direkt zu Anfang mal. Ich bin das nicht alleine, sondern alle vier, wie wir hier sitzen, sind sogar Mitgründer dieses Vereins. Warum haben wir den gegründet? Weil wir eben genau glauben, dass so eine cross-funktionale Vernetzung nötig ist, um Innovation in die Branche zu bringen. Ja, wie steht es um diesen Part in Deutschland? Wir haben ungefähr 2,5 Milliarden Kapital in die Vorfinanzierung solcher innovativen Geschäftsmodelle und Techniken reingesteckt. Und ich muss sagen, es ist ein gemischtes Bild. Manche Dinge funktionieren ganz hervorragend, also was der Johannes ansprach, gerade CapEx-arme oder CapEx-freie Modelle, die gehen gut, ja. Optimieren vor Transformieren, ne? Also immer dann, wenn man sozusagen Effizienzen heben kann, ist eigentlich die ja, Implementierung und die Implementierungsoffenheit der Branche bereits ganz gut. Bisschen schwieriger wird es natürlich bei den Modellen, die eben auch eine Veränderung in den Vertragsstrukturen, in den Organisationsstrukturen auf Seiten der Asset Owner oder so erfordern. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie einfach man auch so eine Technologie implementieren kann, wie quasi dann auch die Antwort und die Akzeptanz in der Branche aussieht. Wir haben gerade gehört, Hochschulen und Forschung sind ein wichtiger Bereich, um daraus Innovationen zu erschaffen und Gründungen hinzubekommen. Wenn wir mal speziell auf Köln gucken, was haben wir denn da so als Rahmenbedingungen, wo du sagst, das ist gut für PropTechs und das finden wir auch woanders in Deutschland? Was macht Köln da so besonders? Ja gut, also wir natürlich eben als Verein sind eine dieser Komponenten, aber es ist ja auch noch einiges geplant. In Köln gibt es ja auch den Plan, gemeinsam auch mit der RWTH Aachen eine Kooperation zu gründen, eine sogenannte Startup Factory und in diese Richtung zu gehen. Das ist ja auch veröffentlicht, um quasi das, was an der TU München ja schon längere Zeit besteht, das Unternehmertum auch in ähnlicher Art und Weise im Rheinland zu etablieren, um eben eine möglichst große Durchgängigkeit zwischen Lehre, Forschung, Entwicklung und Adaption in der Industrie zukünftig auch noch stärker am Standort Köln und im Rheinland zu ermöglichen. Also ein guter Standort, um einfach mal das Gründen zu beginnen. Absolut und übrigens auch nicht nur in der Immobilienwirtschaft mit dem InstaLab gibt es ja sowas Ähnliches auch für die Versicherungswirtschaft und so weiter. Also ne, relativ breites Bild und gut so. Silvan, ihr habt euch aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gegründet. Was war denn für euch wichtig als Rahmenbedingung, um zu wachsen? Also wir sind ein B2B-Startup, das heißt nur geschäftskundenorientiert. Da würde ich sagen, ist NRW insbesondere mit Köln als Zentrum auch ein extrem guter Standort. Du hast es schon gesagt, man ist aus Köln in allen Städten. Ich bin jetzt privat nach Berlin umgezogen. Das sieht ein bisschen anders aus. Da kommt man eigentlich nirgendwo mehr hin. Unter 4-5 Stunden. Und da merkt man, das ist Berlin und sonst ist nichts. Und das ist halt im Rheinland, in NRW ganz anders. Wir haben auch die ersten Kunden kommen aus NRW. Die längsten Kunden kommen aus NRW. Also es ist schon ein gutes Ökosystem. Und ich glaube, man kennt sich in der Stadt. Das hat eine angenehme Größe, wo man auch wirklich Leute noch kennt. Aber es gibt auch genügend Lösungen, sodass es auch vielfältig ist und bleibt. Johannes, du hast schon zum Mikro gegriffen. Wie sah es bei euch aus? Bei uns war es eine strategische Wahl, nach Köln zu gehen, die sich 100% ausgezahlt hatte. Wir waren ja ein Gebäudetechnik-Startup, das 2017 versucht hat, Energiekosteneinsparung und CO2-Reduktion an die Immobilienwirtschaft zu verkaufen. Das war 2017 bis 2019 eigentlich gar nicht möglich, sondern erst ab 2020 kam EU-Taxonomie, gab es Pilotprojekte, dann gab es 2022 Energiepreisschock, da gab's wurde man sensibel gegenüber Energie. Und jetzt natürlich durch Regulatorik geboostet. So, das war so ein bisschen die Genese. Und der Schritt nach Köln zu gehen, war insofern vorteilhaft, weil es ein sehr innovatives Ökosystem in der Immobilienwirtschaft gab. Es gab Firma Bauwens, Art Invest, Beziehungen zu anderen Unternehmen, die uns im Prinzip aus der Gebäudetechnik rausgeholt haben und in der Immobilienwirtschaft laufen gelernt oder gezeigt, wie man da läuft. Genau. Arne, lass uns mal über Geld reden. Ihr investiert ja bei der Art Invest auch in PropTechs. Nach welchen Kriterien schaut ihr euch die dann an und wo sagt ihr, das ist jetzt ein Invest und das ist keins? Ja, wir haben ja einen eigenen Venture-Arm sozusagen über Bitstone Capital, wo wir sehr, sehr, sehr stolz sind, weil wir im Portfolio echt ein paar Unicorns haben. Auch das ist ja wirklich eine Sache, da kann man sehr stolz drauf sein. Ist das Zufall? Weiß ich nicht. Ist alles irgendwie Strategie und gut lesen? Weiß ich jetzt auch nicht, irgendwo dazwischen.
Ich glaube, man kriegt immer ein gutes Gefühl für den Produkt, für ein Produkt, wenn man den Founder gut kennenlernt und dann schaut, ist das ein Produkt, was skalierbar ist und ist der Founder dann auch in der Lage, diesen Skalierungsweg mitzugehen. Und unser großer Vorteil ist, dass wir Lösungsideen einfach auch ausprobieren können. Und das auch wirklich physisch. Und da scheiden dann doch viele, viele Dinge dann wieder aus, die irgendwie eine tolle Idee sind, aber dann im Endeffekt entweder keine Relevanz haben oder zu wenig Relevanz oder nicht skalierbar sind. Und von daher, da haben wir gerade im Frühphasen-Investment-Bereich, die Illusion darf man sich nicht hingeben, dass alles erfolgreich ist, aber viele sind. Und ich glaube, das ist ein Teil unseres Beitrages auch in unsere Branche hinein, zu sagen, wir sind nicht weiter stumpf unterwegs, sondern wir sind auch wirklich Oberfläche, um auszuprobieren. Also von daher, die Antwort ist natürlich die Idee sich anschauen, Relevanz, Skalierbarkeit, Founder und dann zu sagen, wenn das alles durch ist, selbst ausprobieren und wenn das alles bulletproof ist, dann schnellstmöglich zum Wachsen bringen. Du hast eben auch über das Scheitern gesprochen. Wie seid ihr denn gescheitert und was habt ihr daraus gelernt? Wir kamen zum Beispiel aus einer Ecke ganz, ganz, ganz früh, in dem wir gesagt haben, das Frontend ist interessant. Ne? Also alles das, was sich auf einer Oberfläche abspielt, wo ich dann möglicherweise im Gebäude navigieren kann oder ich dem Nutzer in irgendeiner Form ein Frontend gebe, um irgendwo mitzuspielen, sage ich mal vorsichtig. Das ist aber total unwichtig, weil Fakt ist, das mag vielleicht irgendwie dem Nutzer irgendwie mal ein gutes Gefühl geben und ich finde irgendwie irgendwo ein Device, aber das ist halt in der Relevanz so gering und es ist unglaublich schnell nachahmbar, dass es eigentlich gar nicht interessant ist. Mhm. Aber am ersten Moment fanden wir es natürlich toll. Also wir sind ja alle ein bisschen Spielkinder. Bis man dann wieder auf den Punkt kommt, zu sagen, jetzt kommen wir auf die Basics runter, was braucht man eigentlich wirklich, was ist eine sinnvolle Infrastruktur und das Frontend, ganz ehrlich, auswechselbar. Mhm. Johannes, ihr habt 2023 Millionen eingesammelt in einer Finanzierungsrunde. Wie blickt ihr dann aktuell auf die Situation? Sind die Kapitalgeber so aktiv und freudig beim Investieren wie Art Invest oder hat sich der Markt ein bisschen geändert? Also, wir sind 2022 mit einem potenzialorientierten Business Case, der richtig groß war, in einer Nullzinsphase an den Markt gegangen. Dann kam Ukraine-Krise, die Zinsen gingen hoch, das Sentiment der Investoren hat sich komplett gewandelt. Das war eine Series A Finanzierung, wenn man die nicht kriegt, kann man sein Startup abschließen. Da hat man noch keine kritische Masse, die da ist, die man irgendwie Break-Even führen kann, sondern ist vorbei. Das ist fundamental. Wir hatten Runway bis zum 15. Januar. Und wir hatten im September, Oktober noch keine Termsheets. Also es kam aus einer wahnsinnig druckvollen Kapitallandschaft 2021, wo wir verschiedenste Angebote hatten von Investoren, wo wir Geld nehmen konnten, wo sich verschiedene Leute noch beteiligt haben, weil sie rein wollten, in eine komplett andere Welt. Wir haben dann einen fundamentalen Case gewählt, also nicht mehr so einen kompletten Business Case umgestrickt, und haben dann glücklicherweise aus Köln heraus, der World Fund hat einen Kölner Gründer, die Familie Adenauer hat uns dann mit der Familie Hopp zusammengebracht und so hat Beyond Build, also durch das Kölner Ökosystem, haben wir es geschafft, dann rechtzeitig am 23.12. noch einen 12 Millionen Series A hinzubringen. Und jetzt ist es so, wenn man in den Growth-Bereich geht, wird die Landschaft an Kölner Finanzierungen tatsächlich dünner. Also wir haben kaum wirkliche Growth-Fonds in Köln. Kann man mal drüber nachdenken, wie man die hier hinbringt. Die sind nämlich wichtig. Und auf die Conditions geht es natürlich, man muss cash-effizient sein. Also man kann nicht mehr die Mengen an Geld verbrennen, die man früher reingebracht hat. Ne? Das funktioniert nicht mehr, sondern man muss immer einen Weg zu Break-Even haben und dann kann man heutzutage aber auch noch gut Geld einsammeln. Mhm. Christine, ihr habt ja alle Akteure im Blick beim Thema PropTech und Bau- und Immobilienwirtschaft. Wie finden sich dann da die Matches? Was braucht es auf beiden Seiten, damit man zusammenkommt? Ja, Johannes sagte das ja schon ganz richtig. Ne? Also ein Ökosystem, man muss sich auch kennen. Mhm. Natürlich gibt es immer auch die Möglichkeit, und ich glaube, ihr wart ja auch sehr systematisch dabei, ich weiß nicht, wie viele hunderte Investoren potenziell hier angesprochen habt. Also viele, genau.
Natürlich ist es immer eine Frage des Timings, aber ich glaube, es ist auch eine Frage des Vertrauensverhältnisses und der Bereitschaft, auch miteinander zu arbeiten. Sowohl auf der Kundenseite, aber natürlich auch auf der Investorenseite. Und mein persönlicher Wunsch wäre natürlich auch für die Zukunft, dass man stärker die Branche und die PropTechs zusammenbringt, weil ich glaube, nur dann, wenn man versteht, dass das unsere Leute sind, ja, und dass man wirklich auch das in seine Prozesse integrieren muss. Du hast es ja sehr schön gesagt, ne? Schiebst es auf die Nutzerebene, dann ist das eine App, dann läuft das schon irgendwie. Nein, das ist nicht so. Man braucht eine Strategie, man muss dafür auch seine internen Prozesse analysieren. Wenn man wirklich einen Hebel, ne, daraus, wenn man Honig daraus saugen will, muss man da wirklich eine Basisarbeit machen. Und das erfordert eben einen engen Austausch zwischen dem, was technisch möglich ist und was die Bedarfe sind. Und dafür muss man sich kennen. Mhm. Man kann das nicht allzu stark externalisieren, sondern es muss eine enge Zusammenarbeit schon auch Basis dieser, ja, gemeinsamen Investitionen dann letztlich auch sein. Mhm. Silvan, was sucht ihr dann als Mindset bei euren Partnern? Was braucht ihr im Gegenüber, damit das auch wirklich die Innovationskraft sich entfalten kann? Ja, wir sind, also ich fand das schön, hast du gesagt, optimieren bevor transformieren. Wir sind ganz klar im Transformieren. Das heißt, wir brauchen eine andere Zusammenarbeit. Es ist nicht CapEx-arm, wie du es auch gesagt hast. Das heißt, es geht wirklich darum, das Gebäude anzufassen. Wenn wir was machen, wir scannen das, wir bauen ein 3D-Modell, das soll nachher eine Handlung daraus entstehen. Das soll nicht einfach ein schönes GUI oder so eine App entstehen, Dashboard, sondern das soll wirklich, das Gebäude soll irgendwann in naher Zeit auch wirklich in eine grüne Immobilie umgewandelt werden. Das heißt, wir brauchen diese Bereitschaft, dass die Menschen auch sehen, oder die Eigentümer in dem Fall dann, dass die Immobilie durch die Transformation eine Zukunftsfähigkeit erhält, die mit einer reinen Optimierung nur bis zu einer gewissen Zukunft auch nur gegeben ist. Also man muss irgendwann an die Transformation ran. Das heißt, wir suchen schon auch Partner, Kunden, die diese Weitsicht auch haben. Mhm. Also ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Mut gehört dazu, dass man nicht nur weiße Sneaker anzieht, hatten wir vorhin so als Thema, sondern dass man die Mentalität auch wirklich in die Innovation und auch ein bisschen sagt, ich will Vorreiter sein, ich will einen grünen Gebäudebestand haben und nicht einfach nur agieren, sondern nicht nur reagieren, sondern agieren. Mhm. Beim nächsten Mal trage ich dann schwarze Sneaker, nicht nur weiße, damit ich mehr Innovation ausstrahle. Arne, wie ist denn das bei euch gewesen mit Blick auf die Immobilienbranche? Was braucht es denn auf der Seite, damit man sich auch wirklich einlassen kann auf so ein junges Unternehmen, das sagt, wir müssen jetzt hier mal euren Laden transformieren, damit wir auch Effekte haben? Genau, wir müssen jetzt mal euren Laden transformieren. Ich glaube, das funktioniert schon mal gar nicht. Dafür ist das System viel zu statisch. Nein. Ich glaube, das ist irre schwierig, über die Branche zu ziehen, weil die Branche ja auch unfassbar heterogen ist. Also machen wir auch ganz klar, wir reden ja vom Privateigentümer über Wohnungen, über Logistikimmobilien, wir haben ja einen brutal zersplitterten Markt. So, und deshalb kann man nur sagen, es wird diejenigen geben, die Enabler sein können. Das wird höchstwahrscheinlich eher auf einem professionelleren Niveau ablaufen. So, und ich glaube, da sind diejenigen auch gefordert. Und da gibt es auch kaum einen, der jetzt nicht irgendwie irgendwo eine Abteilung im Bereich Nachhaltigkeit, Innovation aufgebaut hat, die sich damit nicht beschäftigen. Also da wird was passieren. Und ich glaube, daraus, das ist auch der richtige Nährboden, das, was passiert. Fakt ist, es ist immer Investition, immer in Humankapital im Sinne von wirklich Menschen, die sich damit beschäftigen, aber auch klassische CapEx-Investitionen und die müssen einfach da sein. Und deshalb glaube ich, in dem professionellen Niveau ist es auch gut aufgehoben. Was braucht man? Schwierig ist immer dann, wenn Founder gute Ideen in den Markt gehen und ein Systemversprechen abliefern, das sich aber überhaupt nicht bewiesen hat. Und damit kann man die großen Kapitalsammelstellen und Immobilienowner einfach nicht abholen. Es müssen einfach Lösungen und Produkte sein. Also wenn das kein Produkt ist, dann funktioniert das nicht. Das kann vielleicht bei uns irgendwie funktionieren, weil wir Liebhaber von probier mal aus sind, aber da sind wir, glaube ich, sehr relativ selten. Und dementsprechend dieses Thema, das auch ein bisschen strategischer anzugehen und nicht einfach mit der Schrotflinte draufzuhalten und ich biete jetzt mal mein Produkt überall an, das bringt nichts. Mhm. Ich glaube, viel, viel präziser auf diejenigen zu gehen, die in der Exploration mitgehen, die auch im Endeffekt Unternehmer sind, die auch mit einbinden, vielleicht mit zum Gesellschafter machen und skalieren. Ich glaube, das braucht man. Und wenn man diese Nähe hat,
dann haben wir auch endlich mal Produkte. Und wenn wir ein Produkt haben, dann können wir auch skalieren. Mhm. Aber dafür brauchen wir ein bisschen strategischeren Ansatz. Und deshalb ist PropTech Powerhouse eigentlich eine super Idee. Nur wir müssen jetzt noch ein bisschen schärfer werden. Okay, das klären wir in Köln, wie wir das schärfer machen. Ich würde jetzt mal zum nächsten Thema kommen, Nachhaltigkeit. Auch ein Thema, das viel bewegt. Die Branche ätzt über die Regelung, die es da gibt. Die Frage an dich, Silvan, du bist auch gleich noch dran. Ja. Wie kann man dann aus diesem Thema Nachhaltigkeit mit den Regularien, die es gibt, ein Gewinnerthema machen für die Branche? Ja, also ich meine, dass es viele Regularien sind, das will ich gar nicht bestreiten. Das Thema lassen wir mal weg, da kann man ja mal woanders drüber sprechen. Ich glaube, was ein Gewinner oder eine Gewinnerin macht, ist, sich diese Themen anzuschauen und zu sagen, wo ist für mich eine Chance drin, wo kann ich in der Branche auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Also das, was ich vorhin gerade gesagt habe, ein bisschen diesen Mut zu nehmen, nicht einfach in der Menge zu schwimmen, sondern zu sagen, ich habe eine Vision, wo ich mit meinem Portfolio hin will oder mit meinem Einzelgebäude, das gibt es ja auch. Und das dann gezielt zu verfolgen, auch wenn es vielleicht heute noch nicht auf dem Euro sich rechnet, sondern vielleicht erst morgen. Und das ist so ein bisschen, wenn man die großen Firmengeschichten anguckt in der Vergangenheit, die Firmen, die zu spät agiert haben, die wurden auch sehr schnell wegreagiert, kann man sagen, weil einfach zu spät investiert wurde, zu spät. Das ist diese Vision, diese modernen Ziele dann auch zu verfolgen. Mhm. Johannes, aus eurer Edifion-Sicht, wo seht ihr denn die Potenziale, damit die Branche ökologisch, aber auch ökonomisch dieses Thema Nachhaltigkeit bestmöglich nutzt? Also tatsächlich, gehen wir kurz auf die Ökonomie ein. Wir arbeiten für Bestandshalter. Wir haben auch Neubauprojekte, aber 90% unseres Geschäfts machen wir mit Bestandshaltern. Die stehen natürlich unter einem großen Abwertungsdruck. Und jetzt kann man sich überlegen, mein Job ist es, grüne Gebäude zu besitzen. Wo gibt es die grünen Gebäude im Einkauf und wie kann ich meine Assets, die eben nicht grün sind, denn überhaupt noch verkaufen? Also vielleicht nicht die optimale Strategie, sondern besser ist es, sich strukturiert darum zu kümmern, wie halte ich mein Portfoliobestand nachhaltig, um dann eben geringere Abwertung zu haben und einfach stabilere Renditen zu haben. Das ist so ein bisschen die ökonomische Perspektive. Die macht eigentlich auch bei unserer Lösung so schon Sinn. Jetzt ist die Immobilienwirtschaft aber träge und es gibt eine Energy Performance of Building Directive. Übersetzt das einmal für mich bitte. Ja, das ist die Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie aus Europa. Die gibt es schon ein bisschen länger. 2018 wurde sie novelliert und da stand drin, dass bis 01.01.2025 Energiemanagementsysteme mit Analysefunktion und einem Managementprozess Pflicht werden in größeren Nichtwohngebäuden. Leider hat unsere Bundesregierung vergessen oder sehr, sehr spät konkretisiert, Anfang dieses Jahres in der letzten GEG-Novelle, sodass der Aufschrei auf einmal sehr groß war in der Immobilienwirtschaft. Oh, hätte ja keiner ahnen können. Hätte man die Richtlinie gelesen, hätte man es gesehen. Also, die Immobilienwirtschaft kriegt jetzt externe Push-Faktoren, die sie dahin treiben, solche Lösungen umzusetzen. Das ist die Regulatorik und die muss man als Chance sehen, weil man kann dadurch datensouverän werden. Man kriegt auf einmal alle Daten aus dem Betrieb, man kann sich verwenden für ein Reporting, man kann sich verwenden, um Sanierungsmaßnahmen zu planen, man kann sie verwenden, um seinen Facility Manager auf die Füße zu hauen oder man weiß als aktiver Asset Manager sogar auf einmal, welchen Service liefere ich eigentlich meinen Mietern, hat er eigentlich einen thermischen Komfort. Also es ist eine Riesenchance, die man da ergreift und trotzdem braucht es diese, obwohl die ökonomische Perspektive stimmt, braucht es diese externen Faktoren. Wir haben nicht für die Regulierung gekämpft, aber sind doch dankbar, dass es sie gibt. Also Nachhaltigkeit als Hebel nutzen, um Kosten zu senken und Effizienz zu steigern auch. Ja, und Werte zu erhalten. Ein Asset, was weniger CO2 emittiert, was wir auf den Weg einer Elektrifizierung bringen, sodass es mit grünem Strom in Zukunft gar kein CO2 mehr emittiert, ist am Markt, und Arne wird das hoffentlich bestätigen, wahrscheinlich mehr wert. Ja, wie siehst du das aus der Immobiliensicht? Warum sind noch nicht mehr Leute auf das Thema gestiegen und haben das genutzt für sich? Weil ich glaube, das ist erstmal eine romantische Vorstellung. Weil das Abwertungspotenzial von der Immobilie, um die man sich nicht kümmert, einfach nicht greifbar ist. Und dafür ist das System auch zu träge. Von daher glaube ich auch, dass Regulatorik irgendwie was sein kann, aber ich finde, es ist das falsche Motiv.
viel sinnvoller wäre es doch zu sagen, es gibt sowas wie ein Profit Center. Und das Profit Center heißt, alles rund um Energie, um denjenigen, der jetzt im Fokus steht, nämlich der mobilen Eigentümer, zu sagen, mal langsam, eigenproduzierte Energie, eingesparte Energie, Energieinfrastruktur, Energieverkauf ist ab jetzt mein Profit Center. Das wäre viel sinnvoller. Weil dann würde ich im Endeffekt sagen, naja, mal langsam, alles das, was ich in diesem Bereich investiere, hat einen direkten Return on Investment. Und das versteht irgendwie ein Kaufmann. Was der Kaufmann nicht versteht, ist, es droht irgendwann mal eine Abwertung in 5 Jahren. Da reagiert er gar nicht drauf. Warum? Er weiß nicht, in welcher Größenordnung. Er weiß auch gar nicht, welchen Impact das hat. Und im Zweifel sagt er sich, naja, kann ich mich auch in 4 Jahren noch drum kümmern. Wenn es aber darum geht, im nächsten Jahr mehr Geld zu verdienen, dann würde ich ganz ehrlich sagen, nimmt sich schon mal jemand die Stifte in die Hand. Von daher, den Schritt sind wir noch nicht gegangen. Und wir haben im Endeffekt die Gebäudeeigentümer auf der professionellen Ebene noch gar nicht enabled, mit dem Thema Energie als Profit Center wirklich zu agieren. Und aus verschiedenen Gründen, regulatorische Hintergründe, steuerliche Hintergründe, aber auch ganz simple Hintergründe, dass Energieverkauf gar nicht möglich war. Also von daher, lass uns doch mal die Märkte öffnen, die Regulatorik in dem Bereich abschmelzen, die steuerlichen Irrsinn darum abschmelzen und sagen, hör mal zu, du, derjenige, der die Energie braucht, der sie emittiert, der sie verbraucht, der den CO2-Footprint liefert, du kriegst die volle Möglichkeit, damit zu arbeiten und im Zweifel damit auch Geld zu verdienen. Und ruckzuck bewegt sich was. Mhm. Du hast schon zum Mikro gegriffen. Wie siehst du das? Wie kann man da das Thema mehr vorantreiben in den Köpfen? Also zu dem Thema Regulatorik wollte ich doch mal ganz kurz was sagen. Das ist natürlich so, dass die Gesetzgebung im Detail durchaus komplex ist. Aber ich glaube, auf der strategischen Ebene, was muss man sich eigentlich fragen? Immer da, wo in meinem Geschäftsmodell als Asset Owner der Umweltverbrauch momentan noch mit 0 Euro drinsteht, da habe ich ein Risiko. Weil das ist das, was der Green Deal ja letztlich will, wie das auch immer im Detail ausgestaltet ist. Aber im Grunde will man ja diesen Umweltverbrauch verringern und dazu muss man ihn transparent machen. Und deswegen, wer Risikomanagement in seinem Portfolio betreiben möchte, muss genau das analysieren. Also wo emittiere ich zum Beispiel CO2 oder wo nehme ich Umweltressourcen in anderer Hinsicht in Anspruch und habe das momentan in meinem Businessplan mit 0 Euro drin. Mhm. So, da habe ich ein Risiko, weil da wird sich was ändern. Kaufmann, ne? So, rein finanziell, da muss ich drauf gucken. Und das ist nicht so schwierig, das kann man sich relativ einfach ableiten. So, und die andere Frage ist, in so einem fremdkapitallastigen Geschäft wie der Immobilienwirtschaft. Die Banken werden vom Gesetzgeber sehr stark dazu gezwungen, Vollstrecker dieser veränderten Regelungen zu sein. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Immobilie verkaufen oder ankaufen möchte und wenn ich dazu Fremdkapital brauche, werde ich Informationen zu dem Status dieser Immobilien liefern müssen. Und das wird ein Megatreiber der Veränderung sein. Und klar, CapEx Low ist immer spannender, wenn ich nicht selber investieren muss, ist immer super. Du hast natürlich recht, Silvan, das wird uns nicht 100% der Strecke bringen, aber wenn es den Stranding-Zeitpunkt erstmal um 5 Jahre verschiebt, ist das ja auch schon gut und man muss ja auch nicht alles sofort machen. Ist ja okay, wenn man sozusagen so einen Stufenplan hat, wie man nach und nach auf Null kommt. Mehr will der Gesetzgeber ja auch gar nicht. Es ist nicht, übermorgen musst du fertig sein, aber du musst dich auf den Weg machen. Und das würde ich sagen, ist halt das, worum es sich jetzt eigentlich dreht, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht. Wir machen uns auf den Weg. Zum Abschluss würde ich gerne mal nach vorne blicken mit euch. Und zuerst, Johannes, die Frage an dich. Wie geht es denn bei Edifion weiter? Was steht da die nächste Zeit an bei euch? Wir haben 2 Themen, würde ich gerne aufmachen. Das eine Thema ist, wir werden ab 01.01.2025 flächendeckend in Deutschland, sieht jedenfalls die Regulatorik vor, flexible Energiepreise kaufen können. Was heißt das? In 3 Jahren haben wir ungefähr die dreifache Kapazität an Photovoltaik installiert als unsere Spitzenlast in Deutschland. Wer glaubt noch an fixe Strompreise? Wahrscheinlich keiner mehr. Es wird hochvolatil sein. Und wir müssen uns gedanklich damit auseinandersetzen, was bedeutet das für unsere Immobilien. Ich kann jetzt schon im Nichtwohngebäudebereich einen flexiblen Tarif einkaufen und beispielsweise stundenweise auf Befeuchtung verzichten. Ich kann meine Pumpen runterregeln, ich kann meine Raumlufttechnik runterregeln. Ich kann dann, wenn ich erste Technologien drin habe, überlegen, macht ein Batteriespeicher Sinn? Wie steuere ich meine Ladeinfrastruktur? Wie kann ich eine Eigenstromverbrauchsoptimierung machen, wenn ich Photovoltaik auf dem Dach habe?
Und wenn ich die Wärmeversorgung elektrifiziere, habe ich die Möglichkeit, Strom, wenn er denn tatsächlich in Zukunft stundenweise gar nichts kostet, zu nutzen, um meine thermischen Speicher, die auch fast gar nichts kosten, zu füllen und dann teilweise tagelang aus diesem Reservoir zu heizen. Das heißt, die Frage ist irgendwann nicht mehr, und Entschuldigung an die Dämmindustrie und an die Fenstertauscher, wie viel Energie ein Gebäude verbraucht, sondern wann es die Energie verbraucht und wie es zu dem Lastausgleich, der bitter nötig sein wird in dem Land, beiträgt. Das ist Thema 1. Mhm. Darf ich noch das zweite? Ja, gerne. Ja. Thema 2 ist, wenn wir in der Immobilienwirtschaft datensouveräner werden, wenn wir unsere Daten strukturieren, können wir sie mit bestimmten Technologien auf datensichere Art und Weise aufbereiten, dass wir Large Language Models einsetzen können. Wir demonstrieren an unserem Messestand hier den ersten Edifient GPT. Wir haben ja durch unser Auftreten proprietäre Informationen wie Raumbücher, funktionale Leistungsbeschreibungen vom Eigentümer. Wir haben vom Facility Manager Startup-Unterlagen aus seiner Phase, wir haben Herstellerunterlagen von den Gebäudeautomationserrichtern. Das sind alles proprietäre Daten. Mhm. Die darf ich nicht einfach ChatGPT geben, weil dann im Zweifelsfall ist da die Kundenliste der Art Invest dabei. Dann lernt das Modell, dann fragt irgendjemand anders, wie sieht es denn aus, was hat die Art Invest denn für Kunden? Und ChatGPT antwortet dann brav. Ne? Das geht nicht. Und wir müssen uns überlegen, was ist ein Setup, um das zu tun. Und dann haben wir einen Hebel, nochmal ganz anders ein Asset Management zu beschreiben. Da wird eine große digitale Transformation kommen. Wir machen das jetzt im technischen Betrieb ein Stück weit vor. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen, wie strukturiert man das? Und das ist unser zweites großes Thema für die Zukunft. Also künstliche Intelligenz, auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft, wichtiges Thema. Silvan, wie sieht es bei euch aus? Wie schaut ihr auf die nächste Zeit, auf die Zukunft? Was ist bei euch zu erwarten? Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben in den letzten 6 Monaten 10 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen dürfen. Das ist noch nicht ganz das Wachstum, was ihr habt, aber wir sind auch ein bisschen jünger. Auf jeden Fall ist das Thema natürlich jetzt da gleichzuziehen mit dem Umsatz, dass wir entsprechend da hochfahren können. Wir werden die Automatisierung vorantreiben. Ziel ist in 4 bis 5 Jahren ein Volumen von ungefähr 100 Millionen Quadratmeter ermöglichen zu können, vor allem durch Automatisierung. Und da arbeiten wir hin und da bin ich drauf gespannt. Super, wir wünschen euch viel Erfolg dabei auf dem Weg. Christine, an dich nochmal die Frage aus Sicht vom PropTech Powerhouse. Was ist denn für die PropTech-Landschaft zu erwarten? Was gibt es da für Entwicklungen in den nächsten Jahren? Ja, ich hoffe sehr, dass wir diesen vertikalen Durchstich schaffen, was im Grunde der Arne ja auch schon angedeutet hat, also wirklich von der oberen Ebene, das ist jetzt bitte keine Wertung, sondern einfach quasi von der Regulatorik und von der Bankability, von der Bankenseite, einmal auf die Asset-Management-Ebene, runter auf die Gebäudeebene und dann eben bis ganz unten zur Energielieferebene. Einmal so einen vertikalen Durchstich technologisch und natürlich auch, was die Datenstandards betrifft, zu schaffen. Und ich persönlich hoffe natürlich auch, dass wir hauptberuflich mit dem nächsten Fondsvehikel genauso einen interoperablen Tech-Stack adressieren und genauso was bauen und mitfinanzieren helfen. Dafür drücken wir euch die Daumen und behalten das im Blick. Arne, an dich die Frage. Wir haben jetzt den Fokus gelegt auf PropTechs. Wenn wir den Blick mal weiten, was gibt es dann noch für Bereiche, wo Innovationskraft für die Branche entstehen kann? Ja gut, also die ersten Schritte, wenn wir jetzt gerade über das Thema Energie sprechen, waren ja im Wesentlichen dann Datenanalyse geprägt. Ich glaube, das sind Low-Hanging Fruits. Hört sich jetzt komisch an, weil wir immer noch nicht eine Durchsetzungsstärke haben, aber sie ist trotzdem noch Low-Hanging. Von daher, das ist auf dem Weg und ich glaube, da sind jetzt auch wirklich viele, viele auf dem Weg und das wird auch eine Reife erreichen und da bin ich auch super froh drum. Das zweite Thema ist zu sagen, naja, wo ist denn eigentlich noch ein echtes Problem in der ganzen Transformationsebene? Und das ist das Thema Digitalisierung des Handwerks. Weil eins ist mal völlig klar, alles, was wir hier tun, muss von irgendjemandem getan werden. Und Fakt ist, wir haben einen brutalen Fachkräftemangel. Und da, glaube ich, gibt es einiges an Themen, die momentan funktionieren, die auch schon laufen. Auch erstmal Low-Hanging Fruits, also die ersten Einsätze von Robotronik, die Großteile von wirklich einfachen Handwerksleistungen übernehmen. Ich habe aber auch jetzt schon humanoide Robotronik gesehen, die bestimmte Handwerkerleistungen übernehmen. Das wird richtig wichtig werden, weil alles das, was wir hier besprechen, ist ein Maßnahmenpaket, das jemand physisch umsetzen muss.
Und diese physische Umsetzung, die ist super spannend. Da sind wir auch mit mehreren Themen auch investiert. Da bist, finde ich, hochspannend. So, und ein drittes Thema neben dem Thema Daten, Datenorganisation, Energiemanagement, und da glaube ich wirklich dran, ist, dass der gesamte Energiemarkt disruptiert wird. Und die Player, die wir aus der Vergangenheit kennen, die Stadtwerke, die 365, die wir in Deutschland haben, oder Energieversorger, die werden einfach an Bedeutung verlieren. Und diejenigen, die an Bedeutung gewinnen, die müssen enabled werden, in dem Markt zu agieren. Sonst werden wir das Thema dezentrale Energieproduktion und auch Speicherung nicht hinkriegen. Habe ich übrigens auch spannende Unternehmen kennengelernt, die sich exakt mit dem Thema Speicherung sehr intensiv beschäftigen, weil das wäre der Befreiungsschlag. Wenn wir in der Lage wären, die dezentral produzierte Energie sinnvoll zu speichern, gibt es übrigens auch erste Ansätze, das in organischem Material hinzubekommen. Unglaublich, ein ganz neuer Energy Drink, ne? Aber irre, so, das sind die Dinge, die wir brauchen. Die werden kommen, und ich glaube auch wirklich an die Kraft von German Engineering. Das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Also vielen Dank an euch beide, immer als Protagonisten aus dem Bereich. Ich habe irre viele Menschen aus dem Bereich in den letzten Wochen kennengelernt. Und bei allem, was wir so an negativen Dingen formulieren, wir haben hier eine unglaubliche Innovationskraft in dem Land. Das kann man auch mal sagen. Und ich würde mich total freuen, diese Menschen auch zu enablen und mit denen Gas zu geben. Vielen Dank für dieses Statement. Also lassen Sie uns gemeinsam diese Innovationskraft in Deutschland heben. Wir haben Ihnen jetzt einen kleinen Einblick gegeben in die Immobilien- und Innovationsbranchen hier in Köln. Und deswegen lade ich Sie auch ein, das Schönste in München ist natürlich Köln einmal zu besuchen. Wir sind in Halle B2, Stand 440. Da lassen Sie uns gerne ins Gespräch kommen. Das PropTech Powerhouse ist dort auch unser Partner. Da können Sie noch tiefer ins Thema einsteigen. Dieses Panel, wenn Sie das nochmal sehen wollen oder Kolleginnen und Kollegen zusenden möchten, dann finden Sie das demnächst auch auf dem YouTube-Kanal von Köln Business. Einfach dort oben QR-Code einscannen, dann kommen Sie auf unsere Webseite. Dort können Sie auch den Köln Business Newsletter abonnieren. Dort werden Sie dann einen Hinweis kriegen, dass das Video online ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren Gästen hier, dass ihr so Einblicke gegeben habt und wirklich nochmal empowert habt für das Thema. Und ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Expo Real. Vielen Dank.